Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, bei uns beginnt eine neue Woche. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer montags sind wir frei und offen für alle eure Themen. Also ruft mich an, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer nicht vergessen in die Mail reinzuschreiben. So, wir fangen an. Wir machen jetzt eine Klammer zu letzte Woche Freitag. Da hatte ich den Marco an der Strippe. Hallo Marco. Ja, hallo Domian. Du bist 35 Jahre alt, wir haben ganz kurz nur reden können, Freitag, und da habe ich gesagt, 36, Entschuldigung. Ja, ist ja nicht mal das Schlimm. Ja, da habe ich gesagt, komm jetzt, dann vertagen wir das auf nächste Woche und schon bist du da und wir können jetzt reden. Genau. Du hattest am Freitag nur Bezug genommen auf einen Anrufer vorher und bist gar nicht zu deinem eigentlichen Thema gekommen. Ja. Was ist dein Thema? Also mein Thema bezog sich halt eben aus diesem Begriff, den du gebracht hast, Parallelwelt, weil derjenige ja auch Pornos guckte. Und da habe ich mich auch ein wenig weit auch wiedergefunden, in der Hinsicht, ich gucke auch Pornos. Ja. Seit dem 15., 14. Lebensjahr. Ja. Und insbesondere in der Kategorie transsexuellen Sex oder Transensex, Females, so. Wie auch immer. Du bist aber ein heterosexueller Mann. Ich bin ein heterosexueller Mann, da ja. Bin ich auch Wert drauf. Da legst du auch großen Wert drauf. Gegen Homosexualität oder natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Aber das ist halt eben das, was oft genug verkannt wird. Ne? Da sind ja sehr viele, die dann sagen, ja, wer sich sowas anguckt oder wer daran Interesse hat und so weiter, der ist notorisch schwul oder sonst. Nein. Ich wollte es nur klarstellen und grundsätzlich erstmal befragen. Also, du guckst dir Pornos mit transsexuellen Menschen an, also das heißt Menschen, die quasi zweigeschlechtlich in Erscheinung treten. Richtig, genau. Die vielleicht einen weiblichen Busen haben und dann dennoch einen. Ja, das ist ja eigentlich genau das. Also keine Post-OP, sondern eine Prä-OP unter anderem auch noch. Das heißt? Da gibt es auch noch unterschiedliche. Also keine komplett operierten. So. Naja, ist klar. Dann männliche Rundungen müssen da sein. Ja, und das männliche Geschlechtsteil ist dann ja auch noch dabei. Genau, richtig. Ja. 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 Und ja, wie gesagt, da gibt es da verschiedene Nuancen und ja. Also bei mir muss das schon dementsprechend so sein. Das Problem bei mir ist halt, ich stecke in ganz normalen Beziehungen. Ja. Ich weiß, dass es sehr viele Liebhaber in diesem Bereich gibt. Kaum einer outet sich oder erzählt das. Ich tue das selber auch nicht, auch in meinem Bekanntenkreis nicht. Ja. Und, also das weiß niemand. Du hast mit niemandem drüber gesprochen. Nee. Hast du denn, wenn du sagst, dass du dir das schon so lange anguckst, hast du irgendwann mal eine reale Erfahrung gesammelt mit einem transsexuellen Menschen? Ja, nicht nur einmal. Also nicht nur einmal. Ich hab schon Etablissement in Hamburg besucht. Ja. Ja, ich brauche jetzt den Namen, glaube ich, nicht nennen. Das ist nicht nötig, nee. Ja gut, da gibt es halt eben so das eine oder andere. Ja. Ich war immer wieder fasziniert, wenn ich da mal war, aber es ist nie dazu gekommen, da wirklich mal Geschlechtsverkehr zum Beispiel zu haben. Weil ich es zum Beispiel entwürdigend finde, da Geld für zu geben. Ich respektiere Prostituierte und ich respektiere auch Frauen, die das machen dementsprechend. Aber das ist nicht so mein Ding. Weil für naja gut, du hättest ja nicht im professionellen Rahmen kennenlernen müssen, sondern du hättest ja auch privat jemanden kennenlernen können. Habe ich auch. Ist dann natürlich auch sehr schwer. Eine Community im gewissen Sinne gibt es nicht großartig. Ja. Es gibt zwei, drei Seiten, die man besuchen kann. Und manchmal stößt man durch den Chatraum ganz durch Zufall mal an sowas ran. Ja. So, nun sagst du, dass du ein heterosexueller Mann bist. Ja. Wenn du aber dann mit einer transsexuellen Person konfrontiert bist, so wie du sie gerade beschrieben hast, wenn sie nackt vor dir steht, hast du einen obenherum, sage ich mal ganz salopp, eine Frau und untenherum hast du einen Mann. Turnt dich das untenherum nicht ab? Nee, überhaupt nicht. Nee. Ganz im Gegenteil. Ja. Ich glaube, das liegt daran, zum einen den Reiz, das mal auszuprobieren. Ja. Und zum anderen, dass es halt eben wirklich sehr weiblich ist. Ja. Weil das Einzige, was diese Person sozusagen ja von einer normalen Frau unterscheidet, ist wirklich nur noch das Geschlechtsteil. Wenn man ja, nur ist gut. Ja.
Ich weiß schon, wie du das meinst, aber alles andere ist extrem weiblich. Ja, natürlich, ja, ja. Aber extrem weiblich bisweilen sogar, ja. Ja, ja. Es können einem welche entgegenkommen, da würdest du das nie denken. Ich weiß, ich habe schon einige kennengelernt, ja, ich weiß es. Ja. Du bist in einer Beziehung, sagst du. Ich war bis vor kurzem in einer Beziehung. Wusste deine Freundin Bescheid von? Nee, offensichtlich nicht. Nee. Einmal habe ich mich bei einer geoutet, weil ich gedacht habe, okay, die ist ansprechbar sozusagen und die halt eben dementsprechend auch ein paar Spuren gefunden hat. Wie gesagt, wenn man denn mal ein Filmchen hat oder so, ne, ist ja klar. Ja, ja. Bist du denn während der Zeit deiner Freundin fremdgegangen? Auch in gewisser Weise mit einem Transsexuellen? Nee, ich bin nicht fremdgegangen. Ja. Also ich empfinde Onanie mit Hilfe von Pornofilmen zum Beispiel auch nicht als fremdgehen. Nein, das so streng würde ich es auch nicht sehen. Nein. Also das hätte ich nie gemacht und Marco, könntest du dich in einen transsexuellen Menschen auch verlieben oder ist es allein die sexuelle körperliche Attraktion? Nein, auch drinnen verlieben. Das ging auch. Ja, ich habe vor einem halben Jahr jemanden kennengelernt in einem Chat. Mhm. Da ist körperlich überhaupt nichts gelaufen. Wir haben gechattet, wir haben ein paar Mal miteinander telefoniert. Man muss natürlich auch dazu sagen, wir sind gut 300 Kilometer entfernt. Schade, Sie, Schleswig-Holstein, ich halt eben jetzt Nordrhein-Westfalen. Mhm. Vor 10 Jahren habe ich noch in Schleswig-Holstein gelebt. Mhm. Da habe ich mich schon ein wenig drin verliebt. Ja. Und das lief alles über die mentale Basis halt. Ne? Ja, ja, ja. Sollte dann eine solche Person sich dazu entscheiden, sich, ich sag mal, entoperieren zu lassen, das heißt, den Penis wegnehmen zu lassen, dann wäre das für dich nicht mehr interessant. So hast du es gerade gesagt. Nein, das würde ich gar nicht sagen. Ich habe sehr viel Verständnis für diese Person. Ich weiß ganz genau, was sie durchmachen. Jahrelang Hormonbehandlungen. Ja, nee, es geht ja nicht um Verständnis. Ich frage dir nach deiner, ob dich dann die Person auch noch interessieren würde. Die würde mich auch noch interessieren, natürlich. Ah ja, So ist es nicht. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, ich weiß es nicht, dass es da, wenn man da im Internet rumstöbert, dass es da bestimmt viele Foren gibt, wo man auch, wo entsprechende Menschen sich kennenlernen können. Also dass du solche Menschen kennenlernst oder die dich kennenlernen. Ja. Das Eigenartige ist, also ich will jetzt nicht eine Seite nennen, aber ich habe zum Beispiel eine, wo ich mich selber auch bewege. Mhm. Die haben auch einen Chatraum, aber ja, da wird man nicht ernst genommen. Manchmal wird man veräppelt oder da sind denn diejenigen so, dass sie erst sagen, ja klar, man kann sich treffen und dann zieht man auch zurück. Ich respektiere das, weil wie gesagt, die leben ja auch in einer ganz, ganz anderen Situation wie unser Eins, der halt eben ganz normal mit seinem Geschlecht zurechtkommt sozusagen und nicht in einem falschen Körper geboren ist. Wie kommt es, dass du das zum Beispiel noch nie einem guten Freund erzählt hast? Ich meine, heute gibt es ja alle Varianten der Sexualität, die man leben möchte und die man attraktiv finde. Warum hast du es noch nie gesagt? Also, wenn ich mit Freunden und Kumpels unterwegs bin, das sind ja alles wahre Kerle. Und das Bild muss bei mir ja sozusagen auch bleiben. Naja. Du kriegst das mit. Ich will nicht sagen, dass ich nicht diskriminiert werden möchte. Ja. Aber wenn ich mich ganz ehrlich, ganz einfach dazu äußern würde, denke ich, würde ich so in der Rangfolge relativ schnell, relativ tief purzeln. Was schlimm genug ist, aber ich glaube dir auch, dass es so ist, ja. 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 Ja, manche Leute sind halt eben nicht so tolerant. Ja. Und ich habe viele aus meinem Bekanntenkreis, die wirklich noch sehr konservativ erzogen wurden, wurde ich auch, aber ich bin eigentlich trotzdem ein sehr toleranter Mensch. Ich bin viel in Deutschland rumgekommen, habe sehr viele Sachen erlebt und ich scheue mich auch nicht vor irgendwelchen neuen Sachen. Wie gesagt, das ist ja aus der Pubertät auch noch entstanden, ne? Das muss man ja auch noch dazu sagen. Ne? Wie ist das entstanden? Das ist ja auch noch aus der Pubertät entstanden. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass sich sowas früh seine Bahn bildet, dann auch findet. Marco, ich würde dir wünschen, dass du dich in einen transsexuellen Menschen verliebst. Das wäre dann ja das Optimalste. Nur dann hast du natürlich Schwierigkeiten, dieses in deinem Leben dann auch nach außen zu zeigen. Du kannst diesen Menschen ja nicht verstecken. Oder solltest ihn nicht verstecken. Nee, das würde ich auch nicht. Dann, ich glaube, da müsste ich mit einigen Sachen brechen. Das glaube ich allerdings auch, ja. Da hätte ich aber weniger Probleme mit. Also, ich wünsche dir eine dementsprechend tolle Liebe und dass dir ein toller transsexueller Mensch über den Weg läuft bald. Ja, danke, Domian. Alles Gute. Kann ich noch was loswerden? Ja, bitte. Erstmal Kompliment. Ich bin jahrelanger Fan schon, auch wenn ich in Schleswig-Holstein gelebt habe, so Satellit und so weiter, immer wieder mal geguckt. Dankeschön. Und wenn ich vielleicht eine Autogrammkarte bekommen könnte. Sehr gerne. Marco, da legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Super. Alles okay, klar, tschüss. Tschüss. Tschüss.
So, ihr Lieben, 0800 220 50 50. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Ach so, dann wollte ich euch noch sagen, wir hatten ja letzte Woche Dienstag hier in der Sendung den Bernd. Bernd erzählte, dass er sehr einsam ist. Seine Frau ist gestorben, er ist behindert. Und die Situation, wie er sie geschildert hat, war schon für uns alle, glaube ich, die wir zugehört haben, sehr bewegend und auch sehr traurig und sehr bedrückend. Wir haben, und ich hatte euch ja auch gebeten, wer mit Bernd Kontakt aufnehmen möchte, der möge uns schreiben oder E-Mails schicken. Wir haben wahnsinnig viel Post bekommen, wahnsinnig viel Post. Jetzt lässt der Bernd sich, er sagt Dankeschön, er hat uns nochmal angerufen und lässt ein dickes Dankeschön ausrichten und bittet um Verständnis, dass er nicht so schnell antworten kann. Vielleicht kann er so gar nicht auf alle antworten, weil das dann auch wiederum den finanziellen Rahmen des Telefonierens und des Schreibens sprengt. Auf jeden Fall, ich wollte euch das als Rückmeldung sagen und mich auch bei euch bedanken für eure Hilfsbereitschaft. Das ist schon sehr, sehr, sehr nett, dass ihr dem Bernd so ein bisschen beistehen möchtet. Und er hat sich auch wahnsinnig gefreut darüber, wahnsinnig. Das haben mir meine Mitarbeiter gesagt. Also vielen, vielen Dank und seid nicht enttäuscht, wenn vielleicht erstmal keine Reaktion kommt. Das schafft der Bernd einfach nicht. Vielen Dank. So, weiter geht es mit der Angela. Stimmt das? Ja. Angela ist 54. Angela. Ja. Hey, hey. Ist mir wichtig wegen meines italienischen Zunamens. Das ist ja wie unsere Bundeskanzlerin. Die nennt sich ja Angela, ne? Ja, aber ich möchte eben nicht Angela genannt werden. Du möchtest Angela genannt werden. Dein Wunsch sei mir Befehl, Angela. Gut. 54 danke. Jahre alt. Ja. Um was geht's, Angela? Ja, ich arbeite in einem Dunkelrestaurant in Berlin. Ach. Da gehen sehende Menschen im Dunkeln essen. Ja. Sie möchten mal die Erfahrung machen, wie es ist, in völliger Dunkelheit, und es ist da völlige Dunkelheit, ja, essen zu gehen. Also das gibt es in Köln hier auch. Ja. Und ich habe neulich mit einem Freund darüber gesprochen, der zu mir sagte, Mensch, da müssen wir unbedingt mal hingehen. Und da habe ich nur gesagt, was soll ich denn in einem Restaurant, wo ich nichts sehe? Wer weiß, was die mir da servieren? Nee, ist es denn da auch sauber und so Sachen, habe ich da gleich gesagt. Ja. Ich meine, es arbeiten ausschließlich Blinde und Sehbehinderte als Kellnerinnen und Kellner dort. Bist du auch sehbehindert oder blind? Du bist blind, ja. Geburtsblind. Ja. Und da wird schon genauso auf Sauberkeit geachtet wie in anderen Restaurants auch. Arbeiten denn wirklich ganz ausschließlich sehbehinderte und blinde Menschen oder gibt es auch ein paar, die... Als Kellner ja, aber in der Küche natürlich und an der Rezeption vorne arbeiten Sehende. Und der Raum, der Speiseraum der Raum ist vollkommen dunkel. Komplett dunkel, wie eine Dunkelkammer. Ja, also man kann auch nicht irgendwie... Also man sieht wirklich nichts, man kann die Augen aufmachen und man sieht nichts. Ja. Und dann fragen mich viele Gäste, soll ich die Augen aufmachen oder soll ich die Augen zulassen? Und? Da habe ich gesagt, das ist Ihnen überlassen. Ja. Viele sagen, es ist entspannter, wenn ich die Augen zulasse. Ja, vielleicht. Geht es so zu, eigentlich wie in einem normalen Restaurant? Kriegt man so das Essen serviert, Vorspeise, Hauptspeise, ja, Getränke? Ja. Aber wie finde ich im Dunkeln, ich meine, das muss ich als Sehender dich fragen, du, das ist für dich Alltag, aber dennoch frage ich es. Wie finde, wenn ich mein Steak schneiden will, wie finde ich das Steak? Ja, man muss mit dem Messer und der Gabel das ertasten. Man muss es ertasten. Und es passiert natürlich manchmal, dass man sich ein ganz kleines Stückchen abschneidet. Passiert mir ja auch im normalen Restaurant. Ja. Oder dass das Stück irgendwie zu groß ist. Ja. Aber das merkt man ja, wenn man die Gabel hochhebt, ob das groß ist oder nicht. Und wenn man das wenn man es in den Mund steckt, dann muss man halt irgendwie noch... Manche machen so, sieht ja eh keiner, essen mit den Fingern. Das kann man ja dann auch mal ausprobieren, stimmt, ne, wie das ist. Genau, das kann man ja auch und machen. Und viele Gäste finden das toll, ne? Ja, also man muss dann ja auch, also wir bleiben ja bei Messer und Gabel, ja. Man muss dann ja auch als Sehender, die wir nicht trainiert sind, müssen ja auch den Mund finden. Ja, ich meine, das ist nicht das Problem. Findet man auch im Dunkeln, den Mund. Ja. Den Mund findet man immer. Ja, schon, aber man kann ja auch daneben irgendwie... Wenn ich das Essen hinstelle, sage ich Ihnen auch, insbesondere bei den Getränken, wo ich welches Glas hinstelle. Und eingießen müssen Sie dann auch, ne? Ach, die müssen auch selbst eingießen. Ja, das erkläre ich denen dann auch. Wird viel umgeschüttet? Nö, mehr als in anderen Restaurants, im Hellen auch. Ich stelle mir gerade nochmal die Situation vor, wenn ich in einem Restaurant sitze und es ist wirklich komplett dunkel. Spricht man da? Viel mehr als in einem anderen Restaurant. Gibt es auch Musik in einem Restaurant? Ja, so Hintergrundmusik. Hintergrundmusik gibt es? Ja. Aha. Und es ist so, ich habe sogar gehört, und das fand ich sehr interessant, dass manche Paartherapeuten ihren Klientinnen und Klienten zum Teil, also empfehlen, als eine Möglichkeit der Kommunikation ins Dunkelrestaurant zu gehen. Ja. Weil die beiden sich dann miteinander unterhalten können
ohne dass der eine den anderen sehen darauf muss. Achten muss, wie guckt der jetzt, wie Ach so. Guckt der jetzt. Ach so. Sondern die müssen wirklich verbal miteinander kommunizieren. Und ja. man muss einfach auch viel mehr kommunizieren, zum Beispiel, wo hast du jetzt das Glas hingestellt, wo ja. steht die Flasche, wo finde ich jetzt den Brotkorb oder so. Ne? Und ja. es gibt auch nichts so, wie soll ich sagen, Ungewöhnliches. Manche Gäste denken, es gibt dann, was weiß ich, Schlangen oder sonst irgendwas, ja. aber es gibt ganz normales Essen. Also, nur wissen die Gäste, die bekommen, wenn sie an der Rezeption sind, zunächst mal eine Karte, da steht das so umschrieben, ne? Ja. Also die an der Rezeption kann man ja, ist ja noch, da kann man noch sehen, da ist noch da Licht. Da kann man noch sehen, da kann man auch das Menü, das man haben möchte, ob man Geflügel oder Lamm oder Rind haben möchte. Also man kann sich ein ganz klares Gericht kann man sich auswählen. Ja, und dann geht man rein und wird dann von dann einer... wird man vom Kellner von der Kellnerin oder dem Kellner abgeholt vorne. Und an einen Tisch geführt. Und dann sozusagen geht es in der Polonaise rein. Ins Dunkle, ach, damit man eine Orientierung hat. In einer Polonaise geht man rein. Ja, in der Polonaise. Ah, interessant, ja. Und dann werden die Gäste zu ihrem Tisch gebracht. Ja. Und dann wird ihnen der Stuhl gezeigt und mhm. dann erklärt, was wie auf dem Tisch liegt. Ja. Also wo das Besteck und wo die die Servietten liegen. Ja. Und dann kommt man als nächstes halt mit der Vorspeise für die Gäste. Und man muss mindestens ein 3-Gänge-Menü wählen. Das heißt, die Leute sind da schon eine ganze Weile in dem Raum. Ja, also ja. mindestens 1,5 Stunden. Wenn man auf die Toilette muss, wie geht das? Dann rufen die Gäste müssen sich dann überwinden, den Namen des Kellners oder der Kellnerin, die oder der sie bedient, zu rufen. Einfach so ins Schwarze hineinrufen? Einfach so rufen, ja. Und der führt einen dann raus? Ja, er kommt dann und führt einen dann wieder raus und wieder rein. Und die Toiletten sind natürlich beleuchtet? Die Toiletten natürlich. Natürlich, ja. Ja, ja. Mhm. Und, sind Leute schon mal, lass mich kurz fragen, ja? sind Leute, die vielleicht so ein paar Minuten drin gesessen haben, irgendwie aus Panik schon mal rausgelaufen? Es gibt auch, dass Gäste so gleich ins Dunkle kommen und dann sagen, nee, ich kann nicht, es geht nicht. Mhm. Und ich habe auch schon Gäste gehabt, denen habe ich dann die Vorspeisen gebracht und dann hat jemand gesagt, nee, ich kann das nicht aushalten, dann bringen wir sie selbstverständlich wieder raus. Ja, ne? ja. Denn die Gäste sollen sich ja wohl fühlen und soll niemand gezwungen werden, da zu bleiben. Sagen die Leute, dass man wenn man also im komplett abgedunkelten Raum sitzt, intensiver schmeckt? Ja, sagen viele. Ja, sagen kann ich mir vorstellen. Und dass sie auch viel intensiver hören. Das sagen ja alle Sehbehinderten und blinden Menschen ja auch. Ja, das ist besser trainiert einfach. Ich denke nicht, dass wir grundsätzlich besser hören. Na gut, es ist einfach besser trainiert. Es ist intensiver trainiert, ja, du hast recht. Ja. Ich glaube, diese Lokale gibt es, ich weiß nicht, nur in Köln und Berlin oder in mehreren? Nee, gibt es in mehreren Städten. In mehreren Städten. Ist das einfach eine clevere Geschäftsidee? Ja, also einerseits denke ich schon, andererseits ist es aber auch so, dass es Blinden und Sehbehinderten einfach die Möglichkeit für Arbeitsplätze eröffnet. Ja, das zum einen. Und ich glaube, es hat einen ganz anderen tollen Nebeneffekt noch. Ja. Dass wir Sehenden uns mal, wenn auch nur für eine kurze Zeit, in die Welt eines blinden Menschen hineinversetzen so ist können. Es. Und das vor allen Dingen, dass man dann feststellt, wenn das mit dem Eingießen, das klappt bei den Gästen eigentlich immer, ne? Auch wenn sie vorher irgendwie Bedenken haben, ne? Hast du mit den Leuten mal gesprochen, wenn die dann nach 2 Stunden wieder rausgehen und sehen können, wie die das Sehen dann empfinden? Die fühlen sich erstmal geblendet, auch wenn nur Kerzenlicht. Wir haben nur Kerzenlicht an der Rezeption da, also, wenn die rauskommen. Ja. Und trotzdem fühlen die sich geblendet erstmal. Ja. Hast du den auch schon mal mitbekommen, dass da in dieses Lokal auch blinde Menschen reingehen? Selten. Kommt schon mal vor, aber es ist selten der Fall. Weil? Für Blinde ist das ja Alltag. Ja, das ist halt, die können überall. Die können ja genauso gut in normales, in anderes Restaurant. Ja schon, aber da sind sie ja unter ihresgleichen, kann man aber ja... Aber in einem Dunkelrestaurant ist das ja nicht unbedingt der Fall, weil da sind ja die anderen, das sind ja Sehende, ne? Ja, aber die sehen ja nichts in dem Moment. Ja, klar, aber trotzdem ist es ja was anderes, weil wenn man Alltag als blinder Mensch verbringt... Ja. Dann ist ja, es trotzdem was anderes. Ja, natürlich. Weil Sehende unterhalten sich natürlich auch über visuelle Dinge. Und ich habe mich letztens mit einer blinden Kollegin darüber unterhalten, dass sehen zu können doch ganz anders ist, als wenn man das alles nur ertasten kann, wenn man sich Sehen gar nicht vorstellen kann. Warst du dein Leben lang blind? Ja. Ja, das heißt, du kennst gar nicht die Welt, wie wir sie sehen, Nein. wie wir sie wahrnehmen. Nein. Ja. Und ich denke, genauso wenig, wie es für mich vorstellbar ist zu sehen, ist es für Sehende vorstellbar, blind zu sein. Mhm. Also nie was gesehen zu haben. So, ne? Es ist doch wahrscheinlich schon schwierig, wenn wir so gewisse Vokabeln benutzen, wie es ist dunkel oder schwarz. Damit ja, kannst die du fragen ja, mich auch immer, ob ich dann schwarz sehen würde. Ja, das ne? kannst du auch gar nicht beurteilen. Nee.
Ja. Ich weiß es nicht. Du weißt auch nicht, man kann dir ja auch nicht schwarz erklären. Farben sind für mich eigentlich nur Worte. Ja, ja. Ich habe vielleicht irgendwie eine Vorstellung, als Kind wollte ich zum Beispiel immer rote Schuhe haben. Warum, weiß ich auch nicht, aber vielleicht, weil aber in vorstellen kann ich weiß was über Farben, ne? Natürlich habe ich was erfahren über Farben oder mir was erklären lassen über Farben, ja. Aber ich weiß nicht, was es wirklich, wie Farben wirklich aussehen. Soweit ich weiß, gibt es diese Lokale ja schon länger. Ja. Dann war es offensichtlich nicht nur am Anfang so ein irgendwie schick da reinzugehen, sondern Ich habe auch gedacht, die Seelen gehen da einmal hin. Genau. Und dann nie wieder so, als die stimmt aber nicht. Wir haben Gäste gehabt. Ich habe mich letztens eine angesprochen. Ich war schon mal da, da hatte ich sie auch als Kellnerin. Das finde ich ja toll. Also Stammgäste in dem Dunkellokal. Ja, die kommen dann öfter dahin, ja, und nehmen dann immer irgendwelche anderen Freunde, die sie besuchen, oder schenken ihren Eltern, ihren Kindern Gutscheine dafür. Ja, ja, um das auch mal dann zu erleben und es weiterzureichen. Die sind halt nur einmal da, die sagen, ja, die Erfahrung habe ich mal gemacht, ist gut. Mhm. Und es gibt andere, die kommen wirklich immer wieder. Wie sind denn die Preise? Sind die normal oder irgendwie ein bisschen höher? Ich würde schon sagen, dass das, ist nicht billig, dahin zu gehen. Ja. Was kostet denn so ein Menü? So ein normales Menü? Ist unterschiedlich. Also das billigste, glaube ich, kostet 36. Ja. Ein Dreigang-Menü. Ja. Dann ist dann alles aber dabei. Von, ja. Und es ist wirklich ausreichend. So viel, also bei vielen ist es so, wenn die Gäste ein Viergangmenü nehmen, dann schaffen die den Hauptgang gar nicht. Weil das ist auch ein größerer Teller als normale Teller sind. Ne? Jetzt muss ich mal was fragen. Ich bin ja so ein bisschen Sauberkeitsfanatiker. Wenn alles vorbei ist, wenn die Gäste weg sind. Werden die Tische abgeräumt. Und wir haben Stoffplatzdeckchen, die dann auch gewaschen werden. Wird dann Licht angemacht und es kommen Putzfrauen? Dann wird Licht angemacht und am nächsten Tag kommen Putzfrauen und Putzfrauen. Ah, verstehe. Ja, jetzt also bin ich ganz beruhigt. Da wird schon regelmäßig, und wir müssen machen auch immer die Tische und die Stühle sauber, ja, wenn die Gäste dann wieder gehen. Also es ist immer alles blitzblank, wenn es wieder neu losgeht am nächsten Tag. Ja, auf jeden Fall, da wird auch drauf geachtet. Sehr interessant, Angela. Und das ist für dich natürlich auch eine gute Gelegenheit, einen Job zu haben. Ja, also ich habe als geringfügig Beschäftigte vor November 2005 angefangen. Ja. Und da muss ich offensichtlich denen irgendwie, was meine Arbeit anbetrifft, so gut gefallen haben, dass der Chef mich letztes Jahr ansprach, so im Sommer, es würde ausgebaut und ob ich da nicht dran interessiert wäre, einen festen Job zu bekommen. Super. Und das habe ich jetzt seit Dezember. Gratulation. Ich habe eine ganz andere Ausbildung gemacht. Was hast du gemacht? Ich bin ursprünglich Sozialarbeiterin. Ach so, kann ich da ja auch einsetzen. Und ein besonderes Erfolgserlebnis bedeutet es dann für mich, wenn ich Gäste, die zunächst mal sich unsicher und gehemmt gefühlt haben und Angst hatten, ja, die dann trotzdem es schaffen können, da zu bleiben. Das ist für die Gäste ein Erfolgserlebnis und für mich auch. Glaube ich. Angela, tolle Sache. Und ich freue mich für dich wirklich, dass du da jetzt einen richtig festen Job gefunden hast in einem Umfeld, das dich offensichtlich interessiert und das dir gefällt. Ja, aber ich möchte es geht mir eigentlich um ein anderes Thema noch. Jetzt sind wir ein bisschen mit der Zeit dahin. Ich kann nur kurz sagen, worum es geht. Ja. Und nur ganz kurz, eine Kollegin hat mich beschuldigt, ihr ist gestern was geklaut worden und sie hat es mir nicht persönlich gesagt, aber ich habe erfahren, dass sie mich beschuldigt und ich überlege mir jetzt, wie ich damit umgehen soll. Ich möchte ihr es sagen, ne? Ja. Ich möchte sozusagen und es nicht einfach so stehen lassen. Ja. Aber ich muss ja nicht sagen, wo ich es her habe. Jetzt bin ich ein bisschen in Bredouille. Das möchte ich jetzt nicht innerhalb von 30 Sekunden mit dir besprechen. Okay. Deshalb schlage ich vor, Angela, dass wir dich gleich nochmal zurückrufen. Ja. Das heißt, die Sabine ruft dich nochmal zurück und dann könnt ihr in aller Ruhe auch dieses Problem erörtern. Ich fand das aber sehr interessant, mit dir gesprochen zu haben. Und das war für uns schon ein Einblick in eine doch relativ fremde und ungewöhnliche Welt. Ja, und dann wollte ich nur sagen, ist ja auch immer interessant, wenn man auf die Hilfe anderer angewiesen ist, wie man sich da fühlt. Unbedingt, ja, unbedingt, genau. Während wir ja sonst immer oft auf die Hilfe von Sehenden angewiesen sind. Genau, genau. Liebe Angela, du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. In Ordnung. Tschüss. Tschüss. Jürgen, 48 Jahre, guten Morgen. Hallo. Ja, hallo Jürgen. Hier bin ich. Ja, ich freue mich, dass du da bist, Jürgen. Und was geht's bei dir? Ganz einfach, wie soll man sagen, Ehekrise. Ehekrise. Ja, sagen wir mal so, ich 48, die Frau wird 50. Mhm. So. Wie lange verheiratet? 23 Jahre. 23 Jahre. Nicht mehr weit hin bis zur silbernen Hochzeit. Genau. Mhm. Tochter 18, Sohnemann 14. Ja. Seit 14 Jahren kein Eheleben mehr. Seit 14 Jahren kein Eheleben. Seit 14 Jahren. Hänge aber immer noch an der Frau. Mhm. So, und bin... Nie fremdgegangen? Bitte? Nie fremdgegangen? Doch. Doch. Sagen wir so,
Oft? Ungefähr in den 14 Jahren 10-mal im Puff gewesen. Bordell. Mhm. Sagen wir so, um das zu überbrücken. Bin trockener Alkoholiker. Ja. Seit 4,5 Jahren. Ja. Bin in psychologischer Behandlung. Warum? Ich habe einen Knackpunkt gehabt. Das ist aber ein Thema, das dauert über eine Stunde, sagen wir so. Okay, dann nehmen wir es mal einfach zur Kenntnis, du bist in psychologischer Behandlung. Genau. Mhm. Und beim Neurologen, Psychologen, mhm. Es geht weiter. Vor 2 Wochen fing der erste Knack an. Ich bin durchgedreht, ab in den Puff. Mhm. Wiedergekommen, arbeiten dann, wie es das gehört, wie immer. Zweite Mal vorige Woche. So, und dann kam der richtige Knackpunkt, das heißt, durchgedreht, nicht arbeiten gegangen, mich krank gemeldet. Hm. Tag später, die Frau hatte mich dann nachts 3-4 Mal auf das Handy angerufen. Hm. Ich hatte ihn zugelassen. Jo, und dann eben halt abends nach dem Psychologen gegangen. Hm. Jo, und dann habe ich klipp und klar gesagt, entweder änderst du dich, ich mich, und ich gehe nicht mehr in Bordell, oder es war es das. Hast du zu deiner Frau gesagt? Ja. Im Beisein beim Psychologen. Im Beisein des Psychologen? Ja. Wie hat deine Frau reagiert? Im ersten Moment gar nicht. Wusste die, dass du ins Bordell gehst? Ja. Danach wusste sie es offiziell. Ja, danach wusste sie offiziell. Wusste sie es vorher auch schon? Sie hat es vermutet. Ja. Wusste aber nichts davon. So, im ersten Moment hat sie nichts gesagt? Nein. Und dann? Nach später hat sie was zu mir gesagt. Was hat sie gesagt? Trotz all dem, dass du in einem Bordell gewesen bist, ich mag dich immer noch und wir bleiben zusammen. Ich will mich nicht von dir trennen. Mhm. Nur nach so vielen Jahren frage ich mich mal, muss ich ins Bordell? Halte ich zu der Frau? Oder wie soll ich mich als Person verhalten? Mhm. Ich gehe mir davon aus, dass deine Frau keine Sehnsucht, keine Lust mehr auf Sexualität hat mit dir. Genau. Ja. Daran liegt es. Weißt du, ob sie generell keine Lust mehr auf Sexualität hat oder ob es an dir liegt? Also wenn sie Lust hätte, würde sie fremdgehen. Mhm. Das tut sie nicht. Das tut sie nicht? Nein. Mhm. Nun ist sie ja relativ locker damit umgegangen, nachdem sie erfahren hat, dass du ins Bordell gegangen bist, offensichtlich schon oft. Ja, weil ich habe ja auch dementsprechend Geld da gelassen. Sowas ist ja nicht preiswert. Stimmt, das ist und wenn ja. Wenn ich da reingerate, das ist nicht nur mit Eimer getan, das ist eine ganze Nacht. Und eine ganze so Nacht sehr ist nicht preiswert. Was kostet denn eine ganze Nacht? Ja, bis zu 1000 Euro. Bist du wahnsinnig? Ne, ja, ein bisschen. In der Richtung, ja. Ich gehe mir davon aus, dass du nicht so sehr viel Kohle verdienst, oder? Oder normal, doch? Normalverdiener. Ja, gut, dann sind 1000 Euro eine Nacht aber Wahnsinn. Ja, ein halbes Monatsgehalt. Ja, hallo. Ja. Warum eine ganze Nacht? Warum? Soll ich mir das aus den Augen pressen oder soll ich, was weiß ich, machen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Was hat denn deine Frau gesagt, wie sie sich das denkt? Sie hat gesagt, sie liebt dich nach wie vor. Ja. Und du bist ihr Mann. Ja. Wie stellt sie sich das denn weiter vor? Hat sie eine Bedingung formuliert? Das nicht direkt. Aber? Sagen wir es so, ich ändere mich wieder. Ich gehe jetzt zur Kur, in Fragezeichen. Ja. Heißt psychosomatische. Mhm. Um meine Birne wieder frei zu kriegen. Um was? Deine Birne? Meine Birne heißt mein Kopf. Mhm. Gut, also ich ändere mich, ob sie sich in der Zwischenzeit ändert. Na, wenn sie sich... Gespräche kommen ja dann, wenn wir alleine sind, wenn wir zusammen sind. Na, ändern ihrerseits würde ja bedeuten, dass sie mit dir wieder ins Bett geht. Was heißt ins Bett gehen? Zum Bett gehen gehört ja auch was anderes. Da gehört auch guten Morgen sagen mit einem Küsschen, Verabschiedung mit einem Küsschen. Ach, das passiert alles auch nicht mehr zwischen euch? Das passiert ja auch nicht, seit 14 Jahren. Also ihr seid auch gar nicht körperlich so ein bisschen nett zueinander? Null, gar nicht. Überhaupt nicht. Seid ihr denn sonst nett zueinander? Weniger. Auch? Ach so, ich hatte eigentlich gedacht, dass es eigentlich eine ganz gute, so eine freundschaftliche Beziehung sei, dass nur eben... Man könnte auf gut Deutsch gesagt sagen, es ist eine Zweckgemeinschaft. Also da wäre eine gute Freundschaft inniger als das, was ihr miteinander verbindet, was euch miteinander verbindet. Genau. Ja. Genau das. Warum bist du noch bei der Frau? Ich mag die immer noch. Liebst du sie? Ja.
trotz dass ich im Bordell gewesen bin. Trotz all dem. Und ich hänge irgendwie noch an dir. Ich meine, das ist natürlich alles leicht auch gesagt. Ich kann nicht 23 Jahre wegschmeißen. Nein, man muss es ja auch nicht wegschmeißen. Es gibt ja. Und wir haben irgendwas aufgebaut, uns gemacht und getan. Ich meine, wenn man im Leben einen Neuanfang macht, bedeutet das ja nicht, dass man das, was man gelebt hat, wegschmeißt und schlecht bewertet. Das ist dann halt vergangen und es gehört dann zu deiner Biografie dazu. Die Frage ist nur, wenn du das jetzt seit 14 Jahren gemacht hast und du hast den Druck und die Sehnsucht, deine Sexualität auszuleben und du kannst sie nicht ausleben mit deiner Frau. Ja. Ich vermute mal, dass sie sich nach 14 Jahren nicht mehr ändert und dass das vorbei ist, das Thema zwischen euch beiden. Bin ich sehr skeptisch oder bin ich ziemlich sicher, dass du immer wieder ins Bordell gehen wirst? Mhm. Oder? Ja, ich wollte nur mal eine andere Meinung hören. Nee, ich frag dich jetzt erstmal so. Nee. Ich weiß nicht. Also ich hänge irgendwo noch an. Ich habe noch irgendwie einen Zipfel, wo ich dran hänge und eventuell sage, sie ändert sich auch mal. Nicht nur ich muss mich andauernd ändern. Ja. Meinetwegen. Ändern bedeutet ja. Manisch hin und her und Alkoholiker, Trockner. Aber von ihr muss ja auch mal was kommen. Ja, da aber. Kommt ja nichts. War das Thema Eheberatung schon mal ein Thema? Schon öfters. Wart ihr schon da mal? Kam nur von ihrer Seite kam die Meinung, was soll ich da? Mhm. Ja, ich frage mich, was bringt was anderes? Mhm. Die Eheberatung kann nur was bringen. Was? Meines Erachtens. Was hält dich denn noch an der Frau, außer die Formulierung, ich hänge an ihr oder ich liebe sie noch, es ist Vergangenheit? Ich meine, mit dem Wort Liebe muss man da sicherlich vorsichtig umgehen, nach dem, was du gerade beschrieben hast. Was verhält dich an der Frau? Was ist schön an der Frau? Was ist schön an dem Zusammensein mit der Frau? Kann ich dir so direkt nicht sagen. Ich mag sie immer noch. Was magst du an ihr? Das Aussehen, verdammt nochmal. Mhm. Das ist mein Typ, die Frau. Mhm. Ja, und, aber seit 14 Jahren kommst du da nicht auf deine Kosten. Nee. Mhm. Und es ist nie ausgesprochen worden, warum? Genau. Mhm. Ja. Könnte sie denn damit leben? Ich sag das mal jetzt so, wenn du weiter dein Leben so führst und ihr trotzdem zusammen bleibt? Ich glaube, das wird zu teuer. Mhm. Dann fahre ich, sagen wir mal so auf gut Deutsch gesagt, das Konto dermaßen in die Miesen. Mhm. Das geht auf Kosten der Familie dann? Das geht auf alles. Mhm. Ja. Die Situation ist sehr verfahren. Ja, doch, würde ich sagen. Die ist sehr verfahren. Ja. Sie weigert sich. Es ist ja schon interessant, dass sie überhaupt mit bei dem Psychologen war, als du das gesagt hast, dass sie da mit hingegangen ist. Sie wollte das ja haben, weil sie dachte, ich würde wieder Alkohol zu mir nehmen. Mhm. Im Übermaßen. Mhm. Nicht Maßen, Übermaßen. Mhm. Ich habe jetzt nach 4,5 Jahren meinen sogenannten, wie nennt es das, Rückfall gehabt. Mhm. Innerhalb von 3 Wochen, seit ich Ruhe hatte, und habe 3-mal zum Alkohol gegriffen. Weißt du, Jürgen, klar gesagt. Ja, weißt du, mir erscheint die Sache wirklich so, ich weiß, es ist verhakt und verkantet alles und vertrackt. Mhm. Aber ich glaube, dass die Perspektive, die saubere Perspektive für euer und auch für dein Leben darin bestünde, wenn ihr euch fair und wie erwachsene Menschen und ordentlich trennen würdet. Ob du glaubst oder nicht, ne? Du bist nicht der Erste, der das zu mir sagt. Ich sehe dich ja auch jetzt im Fernsehen, zeitversetzt, über einen Hörer. Ja, ich weiß. Und es stimmt, du hast recht. Und du bist nicht der Erste, der das zu mir sagt. Nur, noch will ich das nicht. Ich will jetzt erstmal noch diese sogenannte Kur machen. Mhm. Ne? Und danach gebe ich mir noch 2-3 Wochen. Ja. Wenn da nichts passiert ist, machen wir einen Schlussstrich. Sagst du ihr das auch so? Ja. Ja. Klipp und klar. Ja, das finde ich eine sehr, sehr gute, Sache, Jürgen, weil du dann euch und ihr auch nochmal eine Chance gibst und das auch aussprichst. Und ich kann ja auch eins sagen dazu. Ich brauche ja auch Geld, wenn ich hinterher mein eigenes Leben leben will. Mm-hmm. Muss ich mir eine neue Existenz aufbauen. Mm-hmm. Ja, ich brauche eine Wohnung. Natürlich. Null wieder anfangen. Ja. Frauen, Fragezeichen, die nutzen einen aus. Da kommen Kosten auf mich zu. Naja, und nicht alle Frauen.
Und ich will nicht irgendwo bei zigtausenden von Euro mit anfangen. Nein, nein, das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Also ich finde, das, wozu du dich jetzt entschieden hast, finde ich eine sehr gute Vorgehensweise. So mach es, genau so mach es und dann entscheide nach der dir gesetzten Zeit, was geschehen soll. Und dann wirst du eventuell ein ganz neues Leben beginnen, was ja auch absolut okay ist. Das kann man ja auch machen. Entweder so oder so. Andersrum sage ich mal, Zweisamkeit, Fragezeichen. Ja. Das andere ist, sage ich mal, im Vordergrund. Könnte passieren. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine für dich erfolgreiche Kur, einen guten Aufenthalt und dann wünsche ich dir die richtige Entscheidung für dein Leben. Damit du hinterher sagst, das war damals richtig, wie ich das im Jahr 2008 da im entschieden habe. Ich werde mich bei dir wieder melden, wenn ich nach, sagen wir, 10, 12, 20 Wochen mal wieder zurechtkomme. Sehr gerne. Schick uns, was da rausgekommen ist. Schick uns eine Mail und da würde ich mich freuen. Ja. Lieber Jürgen. Wenn es aber auch noch geht, die letzte Frage, Autogramm-Mail. Ja, nein, das ist überhaupt nicht lästig. Ich freue mich da sehr darüber, über euer Interesse. Absolut okay. Dann legst du auch bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Alles klar. Lieber Jürgen, mach's gut. Ebenso. Tschüss. So, Freunde, an dieser Stelle der Hinweis auf morgen, auf unsere Themennacht. Morgen heißt unser Thema, ich habe vergeben. Hat euch in eurem Leben mal jemand etwas sehr, sehr Schlimmes angetan? Und ihr habt dieser Person trotzdem vergeben. Wenn dem so ist, dann ruft mich an und erzählt mir, warum ihr das gemacht habt. Warum habt ihr vergeben? Warum gab es keine Rachegefühle mehr? Oder warum sind die Rachegefühle vergangen? Warum habt ihr vergeben? Das ist unser Thema morgen. Wenn ihr gerne morgen mit mir sprechen wollt, ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Während der Sendung natürlich auch oder rund um die Uhr mailen. Ich habe vergeben. Das ist das Thema. Morgen bei uns in der Sendung. Jetzt geht's weiter mit Sina. Sina ist 25 Jahre. Hallo Sina. Hallo. Hallo Sina, was geht's denn bei dir? Ja, im Oktober vorgesehen hat sich mein Mann von mir getrennt und hat gesagt, dass er sich geoutet hat. Also er wäre schwul. Mhm. Wie lange wart ihr verheiratet? Verheiratet 3 Jahre. 3 Jahre. Mhm. Er hat sich... Hast du irgendeine Freisprechanlage an oder so? Nein. Nee, das klingt irgendwie merkwürdig. Er hat sich geoutet und aufgrund dessen von dir getrennt. Genau. Erzähl mal, wie das so war. Ja, wir haben halt, wir waren einen Abend, also vorher waren wir halt bei meiner Cousine, ihrem Mann, auf dem Geburtstag und sind abends nach Hause und da meinte er, also, dass er eine Auszeit bräuchte. Und ja, ich war geschockt, so, weil ich habe mit allem gerechnet, mit sowas nicht so. Und ja, und dann hat er auch gesagt, ich fahre auch jetzt weg. Er käme vielleicht heute Nacht wieder oder morgen. Mhm. Also am nächsten Tag wäre er auf jeden Fall wieder da. Ja, ich habe mir dann halt Gedanken gemacht, habe auch meine Mutter angerufen sofort. Und ja, die habe ich also versucht, so ein bisschen zu beruhigen. Ja, und am nächsten Tag um 12 Uhr kam er dann. Dann habe ich gesagt so, ja, ob ich nochmal eine Chance hätte bei ihm. So. Und dann hat er nur Nein gesagt. Und dann sagt, ich möchte aber schon gerne wissen, warum. Vielleicht kann ich dann bei der nächsten Beziehung was anders machen. Ja, ja. Und meinte er nur so, nee, wenn ich das sage, hasst du mich dann, ne? Mhm. Und ich sag, was kann so schlimm sein, dass ich dich hasse, ne? Und dann meinte er nur so, ja, er könnte das nicht sagen. Mhm. Ja, und dann habe ich dann überlegen, habe gesagt, ja, hast du denn eine andere? Und dann meinte er, nein, ich habe keine andere. Ja, dann habe ich nur, weiß nicht, warum ich darauf gekommen bin, habe nur gesagt, ja, hast du einen anderen? Und dann guckte er nur und meinte, ja, ich bin schwul. Hattest du irgendwie so eine Vermutung schon? Gar nicht. Das war einfach so ins Schwarze hinein gesprochen. Irgendwie klinge ich ganz seltsam, wenn ich spreche. Ich weiß nicht, ob ihr das draußen auch hört. Wie aus einer Blechdose. Also ich habe alles aus. Du hast alles aus, ja, daran liegt das auch nicht. Da hast du einfach so gesagt, du bist schwul und schon sagt er, ja, das ist so. Und er hatte einen anderen Freund, also einen Mann, einen anderen Mann. Er hat einen kennengelernt, beziehungsmäßig war da zu der Zeit noch nichts, aber sie haben sich halt kennengelernt. Mhm. Habt ihr Kinder? Nein. Nee. Wie war das für dich, als er das sagte? Ich war geschockt, ich saß auf dem Hocker und für mich war das so, es ist nicht passiert, aber der Hocker war auf einmal weg. Mhm. Ich habe da gesessen, dann fing er auch noch an zu weinen, weil ich ja auch ihn als Mensch mag. Mhm. Bin ich sofort hingegangen, habe ihn in den Arm genommen. Ja.
Und ich habe gesagt, okay, muss ich mit leben. Und dann habe ich auch sofort gesagt, dass, dann meinte er, dass ich wie für ihn wie eine beste Freundin wäre. Ich sag ja, man muss gucken, dass man so eine Freundschaft aufbauen könnte. Mhm. Aber im Moment ist das halt noch schwer, weil bei mir sind halt noch Gefühle da. War denn die Ehe, die letzte Zeit oder während der ganzen 3 Jahre, war die gut für dich und befriedigend? Ich meine, es gab Auf und Ab, aber das gibt es in jeder Ehe, denke ich mir mal. Also wir haben unsere gleichen Hobbys gehabt. Mhm. Aber da denkt man natürlich als betroffene Frau sicherlich sofort an die sexuellen Situationen. Wie war das, als er mit mir geschlafen hat? War der wirklich richtig dabei? Hat ihm das Spaß gemacht? War es so? Ja, ich habe ihn ja auch nachher gefragt, so ob er wie das für ihn beim Sex war, wenn wir miteinander geschlafen haben. Und dann meinte er ja, er hat sich viel also vorgestellt, dass es Männer halt wären. Das tut auch weh, ne? Schon. Ich meine, ich kann ihn aber auch irgendwohin verstehen. Weil er hat diesen Trieb halt. Und er hat ja vor mir, was ich nicht wusste, 3 Monate lang eine Beziehung gehabt mit einem Mann. Ach so. Das wollte ich gerade fragen, wann das so in ihm aufkam. Der muss das früher schon gemerkt haben. Dann hat er seine Ex-Freundin kennengelernt. Und dadurch habe ich, also wo er mit ihr zusammen war, habe ich ihn auch kennengelernt. Dann dachte ich, okay, hat ein Mädchen, ne? Mhm. Ja, und dann haben die sich wohl getrennt. Und dann habe ich ihm halt gestanden, dass ich ihn liebe. Ja. Und das waren halt 3 Monate dazwischen, zwischen ihr und mir. Mhm. Und da muss er wohl was mit dem Mann gehabt haben. Und dann ist er mit mir zusammengekommen. Und da hat er auch alles verdrängt, sagt er. Ja, das heißt, in der Zeit während eurer Ehe ist er dir nicht fremdgegangen mit einem Mann? Die letzten 1,5 Jahre, ja. Die letzten 1,5 Jahre doch? Ja. Mit mehreren. Weil da in der Nähe gibt es einen schwulen Parkplatz. Mhm. Und daher ist er wohl nach der Arbeit einmal hingefahren. Das ist ja eine Konfrontation dann für dich auch gewesen mit einer komplett anderen Welt. Genau. Ja. Im Oktober war das, jetzt haben wir Februar. Ja. Wie fühlst du dich heute? Wie denkst du heute darüber? Also gemischt. Es ist ein Vermissen. Ja. Teilweise denke ich, also es ist halt so, dass ich jetzt damit lebe, aber es ist halt schmerzhaft halt. Man weiß so, auch ich habe jetzt im Bekanntenkreis einen, also von meiner Tante, der Arbeitskollege, der ist halt schwul, aber das ist ein super lieber Kerl und so. Und es ist aber halt ein komisches Gefühl, ihn zu sehen und zu sagen, so, mein Mann ist genauso. Mhm. Warum? Ja, dieses zu wissen, mein Mann ist schwul und der ist auch schwul. Die könnten mal irgendwann miteinander vielleicht was haben. Ach so. Mhm. Ich meine, dafür verurteile ich diese Menschen nicht. Für mich sind trotzdem Schwule genauso Menschen wie wir auch. Mhm. Also das ist wie ist das denn mit der angesprochenen Freundschaft? Funktioniert das oder habt ihr euch erstmal für eine Weile... Wir haben ziemlich, also er geht auf Distanz, also wir beide halt, aber er geht halt auf Distanz. Wenn das Nötigste zu klären ist, dann meldet er sich. Umgekehrt genauso, aber so gehen wir uns erstmal aus dem Kontakt. Also aus dem. Könntest du dir denn vorstellen, wenn sich die ganze Sache vielleicht irgendwann beruhigt hat, vielleicht, dass sich da schon irgendwie eine Verbindung aufbauen könnte? Jetzt übrigens höre ich mich sehr gut, jetzt ist das weg. Dass ich ja etwas wieder aufbauen könnte? Ich will das so haben, weil er ist ja auch, ich hatte ihn ja auch in der Partnerschaft auch als mein Freund gesehen, nicht nur als mein Mann. Und er ist ja, charakterlich hat er sich ja nicht geändert, das ist nur, dass er mich so halt enttäuscht hat. Hast du denn seinen neuen Freund mal gesehen? Nein, gar nicht. Hast du auch erstmal kein Bedürfnis nach? Könnte ich auch im Moment nicht. Ja, verstehe ich. Ich kann ihn sehen, aber ich will jetzt nicht ihn und den Partner sehen. Kann ich nicht. Also überkommt dich manchmal so ein Gefühl, dass das falsche Lebensjahre waren, die du gelebt hast mit ihm? Es sind Momente, wo ich denke, das sind 6 Jahre, die ich vielleicht anderweitig vielleicht jetzt einen Partner hätte, der es ehrlich gemeint. Also der hat es ja ehrlich gemeint, aber wo ich jetzt vielleicht mein Leben lang mit glücklich wäre. Ja, achso, ihr kanntet euch vor der Ehe schon 3 Jahre vorher? Ja, so 3-4 Jahre bestimmt schon. Ja. Durch unser Hobby, was wir gemeinsam haben. Ja, ich glaube wirklich, dass das immer ein Schlag ist für die Partner, wenn der Partner sagt, ich bin schwul oder lesbisch. Und ist es vielleicht noch eine Nummer härter, als wenn der nur gesagt hätte, ich habe eine neue Frau? Ja, weil dann kann man kämpfen als Frau. Dann kann man sagen, so, jetzt weiß ich nicht, nehme ich ab, style mich anders. Und ne, dann kann man vielleicht anders kämpfen, aber gegen einen Mann kommt man nicht an. Ja, ja. Wobei ich auch glaube, wenn die Liebe wirklich erloschen ist, dann kann man auch nicht kämpfen, selbst wenn es sich dann um eine Geschlechtsgenossin gehandelt hätte. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Und
Ja, also die Perspektive wäre schön, wenn ihr euch dann irgendwann wieder vielleicht finden könntet und vielleicht daraus eine gute Freundschaft entstehen würde. Eine ganz solide Freundschaft vielleicht, weil ihr kennt euch ja auch so gut. Ja. Ne? Ihr kennt euch ja wahnsinnig gut. Ja. Er ist dann in dem Oktober damals, als er es gesagt hat, auch sofort ausgezogen. Ja, ich bin dann an dem nächsten Tag sofort zu meiner Mutter gezogen, mhm. weil ich konnte das in der Wohnung nicht aushalten. Und er ist dann noch ein paar Tage da geblieben und ist dann ausgezogen. Mhm. War denn das Thema Kinder mal irgendwie so an der Tagesordnung? Also wir haben schon am Anfang unserer Beziehung schon, habe ich gesagt, irgendwann will ich Kinder haben. Und er, ja, ich auch. Und nach der Hochzeit ist es halt extrem geworden und ich habe halt ein Hormonproblem. Mhm. Das klappt bei mir nicht so schnell. Mhm. Und und jetzt im November, also voriges Jahr im November, hatte ich einen Termin im Klinikum gehabt, mhm. auf einer Hormonstation. Mhm. Ja, und halt, da hat er auch noch vorher gesagt, ja, das schaffen wir zusammen, dann kriegen wir nächstes Jahr oder übernächstes Jahr dann ein Kind und im nächsten Jahr im Sommer heiraten wir dann kirchlich und... Ach so, also, kirchlich war es ja noch nicht getraut. Nee. Und, Ertappst du dich dabei, dass du manchmal denkst, gut, dass wir kein Kind haben? Jetzt im Nachhinein ja. Mhm. Also war schon besser, weil Kinder da noch mit reinzuziehen ist auch wieder nicht schön. Also Sina, ich wünsche dir, dass du über diesen, das ist ein Schmerz, das ist halt ein Verlustschmerz und auch eine Verletzung, klar, wenn man verlassen wird und unter den Umständen, dass das nicht allzu lange mehr andauert. Und schön wäre, wenn ihr beide irgendwie wieder ins Gespräch kommen könntet. Ja, hoffe ich auch. Ich wünsche es dir von Herzen. Das hoffe ich auch. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch oder meldet domian@wdr.de. Unser Thema morgen heißt, ich habe vergeben. Und ich frage euch, hat euch in eurem Leben mal jemand etwas sehr, sehr Schlimmes angetan? Und ihr habt ihm trotzdem, vielleicht nachdem einige Zeit vergangen ist oder nachdem irgendetwas geschehen ist, vergeben. Warum habt ihr diesen Menschen vergeben? Wenn ihr vergeben habt, dann ruft mich doch morgen an oder meldet euch per Mail und dann unterhalten wir uns in der Sendung morgen. Das Thema heißt, ich habe vergeben. Weiter geht's mit Julia. Julia ist 28 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Julia. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's denn? Es geht um meine sexuelle Neigung. Ich stehe auf SM. Ja. Ich lebe die Neigung jetzt seit über 3 Jahren aus. Ja. Was heißt das konkret? Du stehst auf SM, da gibt's ja nun eine Riesenpalette. Ja, also ich bin halt Masochistin, stehe auf Erniedrigung, Schläge, Stromspiele, Nadelspiele, alles. Also in der devoten Rolle und schon die härtere Nummer. Genau. Was heißt denn Stromspiele? Was wird da alles gemacht? Es gibt einmal, dass man halt von solche Elektroden angesetzt bekommt und damit Stromstöße zugefügt bekommt oder eine Violet Wand. Dann bist du Glasbläsereimäßig, da wird dann auch Strom durchgeführt. Das habe ich nicht verstanden. Es wird auf Glas geblasen, wird angeschlossen an der Steckdose und dann wird da Argon, so ein Gas, ist da drin. Ich verstehe, im Moment ein bisschen Bahnhof. Was wird da was wird mit Glas aus Glas geblasen? Verstehe nicht. Das ist der Aufsatz. Also es ist einmal ein Akku, also so ein Akkuladegerät, wie das aus, wird an der Steckdose angeschlossen. Du brauchst jetzt die Fachwörter dafür, ne? Deshalb verstehen wir das nicht so. Aber es ist auch gar nicht so entscheidend. Ja, aber mit dem Strom ist ja schon so für uns langweilige Normalos immer schon, man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da wird man, kriegt man Elektroden, wahrscheinlich genau an die Teile angeschlossen, die besonders empfindlich sind, genau, im und am Körper. Und dann kommen da Stromstöße durch. Genau. Mit wie viel Volt? Also das sind circa, bei der Wild Wend sind es circa 50.000 Volt. Wie bitte? 50.000 Volt? Ja, das sind keine richtigen Stromstöße bei der Violet Wand. Was heißt das, Violet? Alter, stopp. Was heißt Violet Trap? Was heißt das? Violet Wand. So nennt man dieses Gerät, oder was? Mhm, genau. Okay, 50.000 Volt? Mhm. Ist man da nicht tot? Nein, es sind ja keine richtigen Stromstöße, die da durchgejagt werden. Das ist so, dass da nur Funken rauskommen, die Haut berühren. Ach so. Ja, also es ist nicht so, dass man jetzt 50.000 Volt abbekommt, dann ist man natürlich tot. Also ich habe ein paar Mal in meinem Leben einen gewischt bekommen in der Steckdose, da sind 220 Volt. Ja. Da bin ich schon laufen gegangen. Ja, nee, das ist natürlich, das ist klar. So. Also es sind wirklich nur Funken, die rauskommen und die berühren dann die Haut. Und das kribbelt dann und das tut nicht weh. Ja, so, okay. Ja. Wir können uns eine grobe Vorstellung machen, auf was du so stehst. Das stimuliert dich sexuell.
Ja, das ist halt mein Problem da dran eigentlich. Weil ich habe halt ziemlich harmlos angefangen mit dem Ganzen, die Neigung auszuleben, mit leichten Schlägen, irgendwelchen Rollenspielen. Es war soweit okay, fand ich auch sehr schön. Bloß mir geht es jetzt so vom Ganzen her nicht so gut. Mein Vater ist im Dezember gestorben und ja, mir geht es halt nicht so gut, auch vom Privaten her nicht. Und je schlechter es mir geht, desto doller müssen halt, muss die Neigung halt ausgelebt werden bei mir. Ach so, also es geht jetzt so weit, dass ich mich auch schon selber verletze, wenn ich die Schmerzen von meinem Partner nicht bekomme. Bist du denn in einer festen Partnerschaft? Nee, ich habe nur eine Spielbeziehung sozusagen. Also so ich habe einen festen Partner, mit dem ich das auslebe, aber mit dem ich nicht zusammen bin. Ja, also einen dominanten Herrn oder sowas. Und das, je schlechter es dir seelisch geht, desto extremer willst du, dass das dann da vorgeht. Ja. Was war das jetzt? Was war jetzt das Extremste, was du gemacht hast oder was du an dir hast machen lassen? Das war eigentlich das letzte Mal eine Vergewaltigung. Also es ist eine gespielte Vergewaltigung. Von deinem Herrn oder von jemand Fremden? Genau, nee, von meinem Herrn. Und ihr spielt dann so ein Rollenspiel? Ja, dass er mich vergewaltigt. Und er hat mich dann zu der Zeit auch mit einem Messer bedroht und mich erniedrigt. Natürlich, er hat mir nie was getan. Er hat mich jetzt nicht umgebracht und nichts, aber... Weil das euer Spiel ist, wir wollen es immer dazu sagen. Ne? Aber dennoch für dich eine sehr, sehr krasse Sache und ihr habt das wahrscheinlich auch sehr hart gespielt dann. Ja, ich hatte das Messer am Hals und ja, er hat mir halt erzählt, was er mit mir machen würde und mir Finger abschneidet und was auch immer alles. War das so echt und so natürlich, dass du für Sekunden dachtest, er macht das wirklich? Ja. Also ich vertraue ihm schon, ich habe auch mein Codewort, ich hätte es jederzeit abbrechen können, das Spiel. Wie ist dein Codewort? Taschentuch. Taschentuch, wenn du Taschentuch sagst, ist Schluss. Genau. Und ich weiß halt auch, dass er wirklich dann aufhört und ich habe mein Codewort noch nie gebraucht bei ihm, also... Also es wird halt immer krasser. Ich habe mich auch schon blutig schlagen lassen und das geht einfach zu weit. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist jetzt eine Form der Sexualität, die dir letztendlich keinen Spaß und keine Entspannung mehr gibt. Nee, es ist nur noch, wenn es mir schlecht geht, dann brauche ich halt die Schmerzen und die Erniedrigung. Lass mich als Missstück und was auch immer beschimpfen und... Ja, ich heule dann halt auch oft dabei, weil ich einfach nicht mehr kann und weil es mir auch zu viel ist. Wie fühlst du dich? Wenn der Kick dann wieder vorbei ist, bei dieser Session, dann falle ich halt auch in ein Loch wieder. Das wollte ich fragen. Wie fühlst du dich, wenn du dann von deinem Herrn weggehst, nach Hause gehst? Schlecht. Ich bin irgendwie apathisch danach und sitze dann oft hier auf meinem Sofa und starre vor mich hin und weiß einfach nicht mehr weiter. Dann ist diese Welt schon wieder weg und ich bin im grauen Alltag wieder drin, wo die ganzen Probleme sind. Also zu der Zeit kann ich ja auch abtauchen, wenn ich mit ihm halt das auslebe. Ist ja fast wie eine Droge, ne? Ja, ich habe schon mit Leuten darüber geredet und denen auch gesagt, ich fühle mich, als wenn ich Drogen genommen hätte. Irgendwann lässt der Rausch nach und dann ist man am Ende und man braucht wieder den neuen Kick. Ja, und die Sucht treibt dich dann wieder dorthin und die Sucht will, dass es noch heftiger und immer schlimmer und immer schlimmer wird. Und ich weiß im Moment einfach nicht mehr weiter. Ich bin psychisch am Ende zurzeit und könnte irgendwie nur noch heulen und habe mich halt auch schon selber verletzt, weil Julia, keine Zeit hatte. Weil mein Partner halt keine Zeit hatte. Ach so. Ja. Wie hast du dich selbst verletzt? Bitte? Wie hast du dich selbst verletzt? Was hast du gemacht? Ich habe mich mit einer Rasierklinge geschnitten. Am ganzen Körper? Nee, nur am Arm. Am Arm. Also ich habe es noch nicht oft gemacht, halt nur wenn der Drang zu stark ist. Finde ich alles ganz, ganz, ganz bedenklich und da schrillen alle meine Alarmglocken, Julia. Also erstmal finde ich, wenn Sexualität so ausartet, ist sie falsch. Da muss man was machen. Nichts gegen extreme Sexualität, wenn man sich dabei gut fühlt. Aber wenn man sich nicht gut fühlt, und das tust du ja nicht, dann ist sie falsch. Dann ist das der falsche Weg. Dann scheinst du ja offensichtlich wirklich in einer großen seelischen Krise zur Zeit zu stecken. Und dieses ist nur ein Teil dessen, worin sich die Krise ausdrückt, diese Sucht und diese Sexualität. Ja. Ich rate dir ganz, ganz dringend zu einem Arzt, einem Psychologen, einem Psychiater zu gehen. Ich weiß bloß nicht, wie ich so einen finden soll, weil nicht jeder Psychiater oder Psychologe kennt sich mit der Neigung aus. Ja, finde ich. Guter Hinweis. Da musst du jemanden finden, der sich mit solchen Dingen auch auskennt, vielleicht sogar einen Sexualtherapeut.
der das auch gut einordnen kann und wo du auch nicht das Gefühl haben musst, du musst dich schämen, wenn du das erzählst. Da werden wir dich jetzt gleich im Hintergrund, das heißt meine Psychologin, die Sabine, wird dich da beraten, auch wie du am besten an wen rankommst und welche Art der Therapie. Du bist bereit, sowas zu machen? Ja, ich muss unbedingt irgendwie da rauskommen. Ich habe das Gefühl, ich gehe vor die Hunde langsam dran. Also ich habe mit einem Verwandten von mir drüber gesprochen, dem ich halt vertraue und dem habe ich das alles schon erzählt und der hat mir auch dringend geraten, Hilfe zu suchen. Ich weiß aber nicht mehr weiter im Moment. Ja, also das, was wir im Rahmen unserer Sendung helfen können, werden wir gleich tun. Und wir werden dir unter die Arme greifen und dich entsprechend versorgen mit den entsprechenden Informationen. Und das Gespräch mit Sabine wird gleich stattfinden. Darf ich dich noch fragen, was du so an sich und ansonsten im Leben machst? Also ich bin im Moment arbeitslos. Ja. Seit einem Monat jetzt ungefähr. Und ja. Also auch noch eine Sache, die dich auch noch bedrückt, ne? Und auch noch belastend ist. Ja. Sind halt also allein auch der Tod von meinem Vater, der hat mich auch runtergezogen. Natürlich. Und, ja, ja. Dem habe ich auch noch nicht mit abgeschlossen. Ja. Von daher. Liebe Julia, also ich finde, du musst ganz dringend was tun und du wirst jetzt von meiner Psychologin beraten, eingehend beraten. Dafür bitte ich dich aufzulegen und du wirst zurückgerufen von Sabine. Okay, alles gut. Alles Gute und wirklich alles Liebe wünsche ich dir. Tschüss. Ja, danke, tschüss. Hier ist Steffi. Steffi ist 17. Guten Morgen. Hallo Domia. Hallo Steffi, um was geht's? Ich habe seit letztem Jahr öfters Probleme in meiner Beziehung. Mhm. Wie lange läuft die Beziehung schon? Seit letztes Jahr im Januar. Also ein Jahr. Genau. Ja. Und was ist da los? Ich bin mit meinem Freund im Juli zusammengezogen. So schnell. Wie alt ist der Freund? 29. Ja, also schon ein Stückchen älter als du. Ja. Okay, ihr seid zusammengezogen. Und seitdem wir halt zusammen wohnen, da gibt es öfters Streit. Und einmal haben sie uns so stark gestritten, da hat er den Stuhl kaputt getreten, gegen die Türen geschlagen, und einen Mülleimer kaputt geschlagen. Und in dem Moment, da habe ich halt richtig Angst vor ihm bekommen. Aber er hat dich nicht geschlagen? Nein. Aber du hattest die Angst, das könnte vielleicht passieren. Würdest du sagen, dass die Beziehung im Moment ziemlich in der Krise hängt? Ja. Würdest du sagen, dass du ihn auch nicht mehr so liebst wie vor einem Jahr? Nicht mehr so ganz, weil durch den ganzen Streit geht auch vieles kaputt. Warum seid ihr denn schon so früh zusammengezogen? Wolltest du von zu Hause weg? Das auch, ja. Hast du auch den Eindruck, dass er auch nicht mehr so Feuer und Flamme ist wie vor einem Jahr? Hat sich schon geändert. Also, wo wir uns kennengelernt haben, da war es viel harmonischer und viel schöner. Und wie oft kommt es denn jetzt so in der Woche, sagen wir mal, zum Streit? Alle zwei Tage. Alle zwei Tage. Und dann auch öfters sehr heftig. Gibt es noch richtig schöne Tage auch, wo es richtig toll ist? Ja. Das gibt's schon. Meinst du, diese Liebe, die Beziehung hätte noch eine Chance? Wenn sich da was ändern würde, dann schon, ja. Dann müsstet ihr beide euch vielleicht am Riemen reißen oder ihr beide was in die Waagschale werfen. Wir haben ja schon beide versucht, irgendwie was zu ändern, aber es hat nie so wirklich funktioniert. Weißt du, das Problem ist, glaube ich, wenn man so in so einer Beziehung drin hängt, dass man da irgendwie blind ist für die Probleme. Und toll ist es halt oft, wenn dann jemand anderes ganz Neutrales von draußen dazukommt und sich die Sache mal anguckt und seine Meinung sagt. Wäre dein Freund so ein Typ, dass der mal mit dir zusammen zu so einer Paarberatung gehen würde? Ich glaube schon, ja. Ja, dann macht das. Dann ist das auf jeden Fall eine Chance, die ihr beide nutzen solltet. Wenn das letztendlich dazu führt, dass es nicht funktioniert, okay, aber dann habt ihr alles ausprobiert. Steffi, wir werden dich gleich auch nochmal anrufen. Und dann wirst du von meiner Psychologin die entsprechenden Adressen erfahren in deiner Umgebung, wo ihr das machen könnt. Und ich würde euch das dringend raten, das zu machen. Falsch machen könnt ihr damit nichts. Wie bitte? Ich sag, falsch machen könnt ihr damit nichts. Ich glaube es auch nicht. Das wird uns bestimmt helfen. So, dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Domian? Ja. Ich habe nochmal eine Frage. Könnte ich eine Autogrammkarte von dir bekommen? Ja, dann sag meiner Psychologin gleich deine Anschrift, okay? Tschüss. Dankeschön. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema: Ich habe vergeben.
hat euch in eurem Leben mal jemand etwas sehr, sehr Schlimmes angetan und ihr habt diesen Menschen trotzdem, vielleicht nach einer gewissen Zeit, vielleicht nach bestimmten Vorkommnissen, vergeben. Wenn das so ist, dann ruft mich morgen an, während der Sendung oder schon ab 0 Uhr. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.